Es ist der Mega-Deal in diesem Transferfenster. Juventus Turin verpflichtet Dusan Vlahovic vom AC Florenz. Einige Top-Teams der Premier League als auch Borussia Dortmund sollen Interesse an dem Stürmer gehabt haben. Juve überweist angeblich 70 Millionen Euro an den Liga-Konkurrenten und macht Vlahovic, den aktuell besten Stürmer der Serie A, zum bisher teuersten Spieler im aktuellen Transferfenster. Über die Vertragslaufzeit äußerten sich die Verantwortlichen der alten Dame nicht. Wout Weghorst könnte den VfL Wolfsburg noch in diesem Winter verlassen. Wie The Athletic berichtet, habe der FC Burnley ein Angebot für den Stürmer abgegeben. Burnley hatte seinen besten Stürmer in diesem Transferfenster an Newcastle United verloren. Weghorst soll nun den 30-Jährigen ersetzen. Der Niederländer kommt in dieser Saison auf 24 Einsätze für die Wölfe und erzielte 7 Tore. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis Juni 2023. Robin Gosens wechselt auf Leihbasis von Atalanta Bergamo zum italienischen Meister Inter Mailand. Dass Gosens auch über diese 18 Monate hinweg bei den Mailändern spielt, ist vertraglich fixiert, wenn auch mit einer ungewöhnlichen Klausel. Wie Sky berichtet, hat Inter eine spezielle Kaufpflicht für den deutschen Nationalspieler. Sobald die Mailänder ihr erstes Tor in der Saison 22/23 geschossen haben, greift diese. Ab diesem Zeitpunkt endet die Leihe und Inter muss eine Ablöse von 25 Millionen an Atalanta überweisen.